Sonnenbrand, wenn ich dort die Bank drücke. Challenge. Wenn wir schon mal dann bei dem Thema sind, dachte ich, können wir ja auch heute wieder auf diesen Channel Getreidetreu reagieren. Unsere Villa auf Mykonos InScope 21 Highlights. Ich glaube, das ist aus dem Stream. Und ja, ich frage mich eigentlich, warum ich mir überhaupt noch Videos von Getreidetreu angucke und warum ich die nach dem letzten InScope-Video überhaupt noch supporte. Aber ja, okay. Ich bin einfach nett, I guess. Ich bin nett. Ja! 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 Miki hat schon ein Video über das Griechenland-Ding hochgeladen. Was? Hä? Wie schnell ist er denn? Oh, warte, Chat. Ja, toll. Wo mache ich euch jetzt hin, Chat? Wo soll ich... Wohin mit uns? Ich hätte ja gesagt, ich gehe nach hier und dann geht ihr nach hier. Aber dann verdeckt ihr InScope, Chat. Und so verdeckt ihr InScope. In die Mitte? Soll ich so machen? Okay, perfekt. Hallo YouTube, was geht? Ist wieder soweit. Wir sind gerade angekommen. Von Hamburg nach Berlin, von Berlin. Ach, hat der IRL-Stream gemacht, oder was? Also ganz kurz, liebe Leute, ihr müsst ja noch mal alle kurz Bescheid wissen. Morgen fatzen Sascha und ich Griechenland nach Mykonos. Nein, kleiner Spaß, Chat. So, passt auf, wir machen das so. Wir machen so, dann machen wir so. Und dann hoffen wir einfach, dass es schon so passt. Nein, ich freue mich so brutal, Mann. Gehen jetzt nach Mykonos. Ich bin da, Master Sydney ist da. Ich würde sagen, ich werde wahrscheinlich euch hier in dem Video ein bisschen... Alter, fuck, Junge. Ich dachte gerade, Miki sitzt da eine fette Fliege im Nacken. Die Villa zeigen, die wir zusammen gemietet haben. Und das ist auch so ein bisschen die Einleitung dafür. Jetzt geht's los. Ist wirklich sehr, sehr viel Content geplant. Wir haben IRL-Streams, Insta-Stories, Vlogs. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich habe ziemlich viel vorbereitet. Mhm. Sehr, sehr geil. Jetzt viel Spaß sehr geil. Mit dem Rest des Videos. So, exclusive Dome, was geht, by the way? Mr. Worldwide. Ich schwöre, der sieht aus wie Pitbull. Ja, natürlich, true. Mr. Worldwide, Alter. Warte mal ganz kurz. Amar, einfach Pitbull hier. True. T-Bank. Meet me at the hotel. Ja, aber das ist true, das ist true. Das ist Roomtour. Und an dieser Stelle nochmal danke diesen gut aussehenden Mann, denn ohne den wäre das alles niemals, hätte das alles niemals geklappt. Der hat alles organisiert. Ja, okay. Man muss wirklich sagen, Amar hat wirklich alles organisiert. Props. Bester Mann. Hier geht's schon los. Zum Willkommen. Oh, Champagne for the Rain. Aha, fang an. Ja, aber wenn ich komme, gibt's kein Willkommenspaket. Das heißt, alle Erdbeeren schon weg. Mit dem Vlog unserer Villa. Ist ein bisschen leise. Er ne? unterblendet so Massagemusik. Was ich euch zeige, ist das, was wir auf jeden Fall ganz, ganz häufig benutzen. Ja, vor allem du, Miki, Digga. Ein komplizierter Trainingsraum. Alter, da wird der Trainings-IRL-Stream kommen, Alter. Jawohl, Leute, ich bin's, Tim, Alter. Und zwar auf Vodka Bull wird der kommen, Digga. Der wird ja, wahrscheinlich. Auf Vodka Bull kommen. Das will ich aber sehen. Das will ich aber sehen. Band, Stepper. Oh mein Gott, das ist geil. Zug, alles, was dazugehört. Sogar. Geh mal weiter. Ah, sieht sick aus bis jetzt, hier. Chat. Alter, da werde ich mir die Hand brechen nochmal. Ob das schon da war. Auch einer am Start. Und jetzt absolut nice Blick von unserer Dachterrasse aus. Ja! Ja! Da bin ich morgen auch! Da bin ich morgen auch! Und werde meine erste Trainingssession auf, yo Leute, ich bin Stimbasis durchziehen. Ich werde komplett mit Alkohol intus. Was ist denn mit ihm? Sonnenbrand, wenn ich dort die Bank drücke, Challenge. Hey, ihm geht's nicht gut. Wisst ihr, das erste, was ich dachte, ich so, oh, wie schön. Ich so, oha, voll schön. Ich so, voll der schöne, entspannte Ausblick. Und er einfach nur so, ja, okay. Geil. Da liege ich. Da werde ich morgen liegen. Aber genau auf der Liege, bitte. Das kann sich wirklich sehen lassen. Der Pool ist... Weißt du, was ich wirklich nicht sehen lassen kann, Michi? Deine Drecksvideoqualität. Der Pool ist schon groß. By the way, an der Stelle meine auch. Ich weiß, meine Kamera ist heute sehr bad, aber it is what it is. Deal with it. Was mir halt auch immer wichtig ist, was mir ein bisschen Balsam für die Seele ist, ist halt auch einfach
aufs Meer zu gucken, bisschen die Seele dabei baumeln zu lassen. Ja, ja, Micky, bade, bis ich morgen da bin, Digga. Dann gibt's hier gar nichts mehr mit Balsam, Digga. Das hat man hier auf jeden Fall. Ey, Nico, voll auf Krawall gebürstet, hä? Hier sind noch ein paar Liegen, so ein Chill-Area. Mhm. Und hier wird mein Part sein, für die Jungs, beziehungsweise meinerseits. Und zwar ist hier eine Grillstelle. Packt man einmal Kohle rein, die Kohle dann einfach anzünden. Und dann kann man hier richtig nice grillen. Und dann haben wir noch private Parkplätze, falls jemand ein Auto mieten will. Ich habe ja keinen Führerschein. Ja, ich komme mit meinem Lambo vorbei, Digga. Und dann kommen wir jetzt zu den Sachen, die drin sind. Hier halt der Eingangsbereich gezeigt. Schick, schön. Der Küche, klein, aber fein. Okay. Dabei Ofen, Getränke wurden auch aufgefüllt. Leg mal her. Jawohl, Alpha, Rema, Laka, Pusche, Repedimo, Afto, El Nikipira, Repedimo, To Calitero. To Calitero, Repedimo. Ego baust du, was heißt du mal, Kühlschrank? Το refrigerator, ρε μαλάκα, πώς είναι το όνομα από το kühlschrank, ρε παιδί μου. Το kühlschrank, έλα ρε chat, πού είναι το kühlschrank, πώς το λένε. Πλήδιο, heißt es wirklich πλήδιο. Ναι, ο ψυγείο ρε παιδί μου, ψυγείο, ναι. Πάω στο ψυγείο και πάρω την πίδα αλφα και ήμουνα έξω στο... στο... Ich kann so schlecht kriechen, leider nur. A mi me gusta. Ψυγείο, heißt kühlschrank, genau. Das erste Gäste-WC. Gehe ich erst runter oder gehe ich hoch? Ja, ich gehe hoch. Dann haben wir oben ein Schlafzimmer. So finde ich die Treppe. Ich verstehe nur Spanisch, Sam. Sehr, sehr geil. Das ist schon sehr geil. Sehr geil. Das erste Bett, auch hier oben. Kleiner Balkon. Ich freue mich so hart, wenn ich nach dem ersten Tag richtig üble Blähungen habe und Sascha neben mir im Bett pennen muss, Digga. Das wird so nice, Mann. Bestimmt sehr nice. Für Sascha, ja. Oh, geil. Aber alles was, sehr was klein. Ich... Aber reicht doch, oder? So, die chillen doch eh wahrscheinlich die meiste Zeit draußen oder nehmen irgendwelche Videos auf oder keine Ahnung was. I guess. Deswegen, warum brauchen die super viel Platz in ihrem Schlafzimmer, wenn da eh nur ein Bett stehen muss, wo die drin schlafen? Nachts. So, passt doch. Wisst ihr, was das Geile an diesem Urlaub ist? Ich bin ja erst, für eine Woche bin ich ja erst da mit den Jungs. Und die Insel, wo meine Eltern jetzt gerade hingefahren sind, ist einfach direkt neben dieser Insel. Also die Insel, wo ich jedes Jahr Urlaub mache. Das hat nichts mit Flexen zu tun. Freut euch doch mal für mich. Und ich kann einfach, nachdem ich dort mit den Jungs war, kann ich einfach rüber mit dem Schiff zu meinen Eltern fahren. Ey, es ist so das nice. Das ist cute. Ich freue mich so brutal. Das heißt, er ist dann eine Woche mit denen in Urlaub und danach fährt er noch zu seinen Eltern dann oder was? Und macht da noch ein bisschen Urlaub oder wie? Hab ich das richtig verstanden? Es sieht auch übel schön aus da eigentlich. Ja? Wieso kein Helikopter? Naja, Kolle, in Scope ist halt Geringverdiener, ne? Mit dem Bad? Deshalb halt nur mit dem Schiff rüber. Bad? Ach scheiße, er streamt mit dem iPhone, das heißt, meine Qualität wird ja gar nicht besser. Perfekt. Der Wind ist hier ganz schön doll. Ups. Das passt bei mir gerade richtig gut rein. So, ich würde mal sagen, wir gehen nach unten. Ja, und Sydney lädt wieder den 17.000-Stunden-Vlog hoch, Digga. Scheiß drauf. So, jetzt kommen wir... Aber Sydney hatte eine richtige Kamera wenigstens, ne? Kommt hier wieder so ein kleiner... Lieber Schiff wie Schwimmen, true. Dann kommt hier das erste Zimmer. Fernseher. Ist doch nice. Schönes Bad, finde ich. Sehr schönes Bad. Das haben die gut hinbekommen. Wichtig und richtig. So eine, ich glaube... Schöne Dusche. Regenfall. Das ist der eine Raum. Und dann hier... Sehr nice. Das kleine Zimmer. Und das finde ich irgendwie... Oha, die Wand. Sick. Eisberg. Und der meinte hier, der uns das gezeigt hat, das ist richtiger Stein, den die hier eingebaut haben. Wie geil! Eine Regenfalldusche. Ui! Ich glaube, zwei sind das noch. Einmal. Sieht auch sehr schön aus. Fenster, Fernseher. Und auch wieder, ich glaube, hier ist die größte Regenfalldusche. Abgetrenntes WC. Richtig und richtig. Und jetzt kommen wir zum Highlight der Villa. Einmal hier wieder eine Dusche. Aber. Das darf man nicht vergessen. Das die Dusche ist einfach kleiner wegen dem Stein geworden. Das Highlight. Nein. Da pennt Revi. Schlafen lassen. Als auch. Revi, Digga. Ganz klar, da pennt Revi. Schreib mal bitte in die Kommentare. Wer kann geeignet Revi schlafen? Revi. Ja, eigentlich schon Revi. Ja, true. Als true. Mit dem Bruch. Mit dem Schlüssel meinen.
Revi. Nee. Nee, das ist zu asozial. Aber Revi verträgt das schon. Das passt schon. Also entweder er schläft auf dem Stuhl oder da. Da sehe ich ihn persönlich sehr drin. Und ja, das war's tatsächlich. Einfach im Bad schlafen, imagine. Ich muss jetzt nochmal abschließende Worte. Es wird so sein. Ich habe so gut wie alles mitgenommen, außer jetzt eine richtig professionelle Kamera, womit ich jetzt Vlogs hätte drehen können. Dafür habe ich aber warum einen nicht? Rucksack mitgenommen. Den werde ich vielleicht noch in der Instagram-Story zeigen, wo ich einen Router habe, einen Encoder und eine Kamera. Ich kann rein theoretisch wandern gehen. Und ich kann das dann alles streamen. Das ist so ein bisschen cool, auf das ich mich auch freue mit euch. Das ist, also das heißt, er hat immer überall Internet oder was? Das ist sick. Instagram wird viel los sein, viele Miki, da freust du dich wahrscheinlich drauf, oder? Ja. Miki ist wie so ein richtiger Familienvater, ja? Der hat immer allen Scheiß dabei. Du denkst dir so, wer nimmt das in den Urlaub mit? Miki hat es dabei, ja? Genau, ja, außer eine richtige Cam. Genau deswegen brauchen wir ihn auch. Stories. Und in erster Linie auch eine gute Zeit haben. Ah ja, stimmt, der ist ja Familienvater. Ja, ja, stimmt, stimmt. Ein bisschen Urlaub machen, ein bisschen zur Ruhe kommen. Echt? Ist Miki Dad? Ja? Seit wann? Ihr verarscht mich doch. 2? Das wusste ich gar nicht. Oha, das ist völlig an mir vorbeigegangen. Krass. Okay, nice, I guess. Darauf freue ich mich sehr. Hast du den Hausbau nicht gesehen? Nee. He daddy rein. Nee. Ich denke nicht. Was das angeht. Das wusste ich echt nicht. Ich vergesse immer, dass man langsam echt in dem Alter ist, wo die Leute um einen herum schon Vater True. Sind. Ey, Digga, ja. Fuck, Mann. Ich hab... Ja, Mann. Meine Freundinnen verloben sich, die heiraten und so. Man ist auf einmal so random auf Hochzeiten eingeladen. Die anderen Freunde bauen irgendwie so Häuser oder so. Dann eine andere Freundin wird so befördert und wird irgendwie Chef. Die so, ja, Butschi, was geht bei dir so? Ich so, ah, ich habe bis jetzt in meinem Leben 40.000 Follower auf Twitch erreicht und ich bin Twitch-Partner. Und ich habe einen Swipe-Up-Link bei Insta, weil ich über 10k auf Insta habe. My life in a nutshell. Sehr geil, sehr geil. Sehr weit gekommen bis jetzt im Leben. Cool, cool. Ich habe richtig Angst, dass ich es nicht schaffe, Vater zu werden. Und da geht die Cam aus. Ja, Angst, besser der, ist es. Der Zug einfach abfährt, Digga. Ich habe richtig Angst davor. Plötzlich bin ich 40, chill irgendwo in Insta-DMs rum und mir denke, Digga, holy shit, Alter, vielleicht wird es ja mal langsam Zeit, mal Vater zu werden. Oh, Mann. Ja, das ist sagen, danke an Amata, belastend. Das organisieren und planen. Bushi nimmt ihm die Angst, ich glaube nicht. Amada, mit dem ich erstmal was alleine mache quasi. Ja. Und morgen kommt dann Revi, Sascha, Nico und Willi. Und am Mittwoch dann Max. Ich freue mich auf die Jungs. Und ich mich nicht, Digga. Ich wünsche euch eine schöne Woche, falls euch das wünscht. Ey, mir wird das alles so scheißegal sein. Wirklich, ich werde streamen dort, ich werde trainieren, aber ich werde vor allem, werde ich saufen. Und das ist mal ganz, ganz klar für mich. Ich werde dort alle bis an die Weißglut, werde ich die Jungs dort nerven, okay? Vor explizit Miki. Ich werde Miki so unglaublich nerven, Digga. Ich werde den morgens wecken mit einem richtig schönen Eimer kalten Wasser, Digga. Saufen. Oh mein Gott. Ja, das wird nice. Hä, aber ist InScope nicht immer der zuerst betrunken ist, weil der nichts verträgt? Ist doch so, oder? Ich denke mal, die anderen Jungs saufen ihn unter den Tisch, so. Ihr habt mehr Bock auf solche Vlogs, weil ich werde wahrscheinlich die Stream-Highlights hochladen aus den Streams. Dann lasst ein Abonnement da. Ich freue mich über einen Daumen nach oben. Und geil. Vorschläge, was ihr gerne geil. Auf Mykonos sehen würdet. Und würde sagen, wieder schauen. Und reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Kuss geht raus. Ey, sehr geil. Wieder schauen und reingehauen. Da muss ich auch nochmal einen dicken Kuss rausgeben an alle, die uns als Streamer supporten, dass sowas für uns möglich ist, in einer Gruppe von nur Livestreamern in Urlaub zu gehen, beziehungsweise... An der Stelle frage ich mich, wo meine Einladung war, aber ich denke, die kommt dann für den nächsten Urlaub. Also auf Geschäftsreise und von dort dann aus zu streamen, Content zu machen und so. Wirklich sehr, sehr geil. Wirklich sehr, 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 sehr geil. Ich freue mich brutal darauf. Und es ist auch einfach sehr, sehr geil, dass ihr in diesem Livestream dabei seid, liebe Leute. Und dass ihr einfach sagt, finde ich geil, support ich, unterstütze ich. Männerurlaub? Lux, mein Schlong ist länger als der von allen zusammen. Ich habe auch die dicksten Eier und mir stehen auch oversized Männerklamotten am besten. Also verstehe ich das jetzt nicht. Verstehe ich jetzt nicht, warum hier Männerurlaub reingeschrieben wird. Wenn ich den Kanal jetzt noch abonniere und das Video like, dann ist mein Leben komplett over. Bis dann. She says that she loves me. She just wants to fuck me. Got me feeling something. Got me feeling nothing. Alcohol. Ja, war sehr nice. Enjoyed my stay. Spending too much money. Good job, boys. Good job. Nice Video. Sehr nice.